Moin und gute. Ich bin's heute, die Iris, mal alleine, weil mein Mann ist arbeiten und wir sind ja zusammen WOMO aktiv. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Ich habe heute einen kleinen Film für euch, die ich euch gerne zum Wochenende noch mal geben wollte. Und zwar geht es heute um den Omnia. Viele von euch werden den sicherlich schon kennen. Das ist ein Campingbackofen, den sehr viele haben. Für die, die ihn nicht kennen, wie gesagt, da kann man ganz wunderbare Sachen mitmachen, weil ja nicht jedes Wohnmobil oder Wohnwagen durchaus auch einen Backofen hat. Ich zeige euch das mal kurz. Als ich den bekommen habe, habe ich so ja, eine nicht so wunderschöne Tasche dazu bekommen. Da klappert auch alles drin. Man hat echt auch so ein bisschen Mühe, den oft rauszuholen. Ich zeige euch das mal kurz. Ich hole den mal eben raus. Das ist das gute Stück. Der ist schon etwas älter, den ich habe. Da hat man einen Deckel mit Öffnung an der Seite, wo die warme Luft entweichen kann. Dann hat man ein Untergestell. Das ist das Teil. Das ist auch schon viel in Gebrauch gewesen, was auf den Gasgrill oder auf die Heizplatte drauf kommt. Dann hat man quasi die Schale. Da zeige ich euch gleich. Da ist, so sieht es von aus. Das ist rund. Hier ist in der Mitte ein Loch und da habe ich noch eine Silikonform dazu. Das ist sehr praktisch. Dann haftet auch nichts dran. Man muss sich das unbedingt alles einfetten und lässt sich auch super reinigen. Dieses Teil kommt dann hier unten drauf. Da kommen dann die Zutaten rein. Man kann ganz wunderbar Brot da drin machen, Kuchen backen, Aufläufe zaubern, Fleisch machen. Also ganz viele Varianten kann man damit machen. Es gibt ja unzählige Kochbücher auch und Anleitungen auch im Internet. Schaut einfach mal. Dann gibt es noch so ein Gitter, das war auch dabei. Damit kann man so reinlegen. Damit kann man ganz wunderbar morgens Brötchen zum Beispiel auch backen. Dann hat man morgens immer Brötchen da. Auch eine ganz tolle Sache. Dann habe ich persönlich, das ist nicht bei der Grundausstattung nicht dabei, noch ein Thermometer, weil ich persönlich finde das ganz gut, wenn man so ein bisschen gucken kann, wie die Temperatur in den Omnia ist. Dafür hat mein Mann oder Michael hier noch ein Loch etwas vergrößert. Da wird dieses Thermometer, das ist so ein Out von Outdoor Chef Thermometer, das kann man hier reinlegen. Das kann man auch in hiesigen Geschäften kaufen. Das wird einfach hier dann reingeschraubt und dann kann ich, wenn der Deckel drauf ist und wir backen und kochen, was auch immer nicht kann, ich von außen mal gucken, wie hoch die Temperatur gerade in dem Omnia ist. Also ich persönlich finde es eine ganz schöne Sache. Manch einer braucht das nicht. Die gucken dann immer nach der Zeit. Jetzt habe ich so festgeschraubt, dann geht es wieder aus. So, machen wir es mal wieder ab. Das stört ja manchmal doch ein wenig so. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ihr Lieben, weil ich diese Verpackung jetzt nicht so ganz wunderschön finde, habe ich auf der Internetseite Itzy, das ist eine Seite, wo kreative Menschen selber Dinge machen und die zum Verkauf anbieten. Und da habe ich die liebe Annette gefunden, die ist in Dresden zu Hause, die näht furchtbar gerne und die hat mir so eine Aufbewahrungstasche genäht. Die ist wunderbar rund, die hat die Höhe und der Omnia passt da ganz wunderbar rein. Die hat hier einen Reißverschluss, die kann man ringsherum einmal aufmachen und da passt der dann rein. Das sind ganz individuelle Stücke, die werden wirklich nach Kundenwünschen, so wie ihr sie gerne haben möchtet, angefertigt. Mit Annette kann man ganz wunderbar kommunizieren, die spricht mit euch die Stoffwahl ab, was immer ihr möchtet. Ob die einen Henkel haben sollen oder nicht, ob die dunkel oder helle Farben, welche Farbe der Reißverschluss haben soll. Also ganz, oder wenn man selber noch Wünsche hat, kann man ihr das schreiben und sie versucht das wirklich alles super umzusetzen. Wie gesagt, auch innen wunderbar, noch mit Stoff verkleidet, selbst die Nähte, die hat sie nochmal mit Stoff umnäht. Also es ist wirklich eine ganz tolle Arbeit und sieht wirklich super prima aus. Und da passt der Omnia, man braucht ihn einfach nur gerade reinstellen, Deckel zu, einmal den Reißverschluss wieder zumachen und hat ihn wunderbar verstaut, hat sogar noch einen Henkel, den habe ich mir oben dran machen lassen, den kann man den sogar noch wunderbar tragen, kann den ganz super verstauen. Ich finde den wunderschön. Ich habe so ein maritimes Muster gewählt, weil ich bin ja so ein kleines Nordkind. Ja, wie gesagt, hat sie ganz wunderbar gemacht. Die Kommunikation mit der Annette war prima.
kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Schaut doch mal nach. Und ich werde euch da am Ende des Videos mal einen Link dazu noch geben, wo ihr das finden könnt. Wie gesagt, die Annette einfach über die Nachrichten anschreiben, eure Wünsche mitteilen, wie ihr das gerne haben möchtet. Und dann macht sie das wirklich 1A. Ich bin total begeistert. Sie hat mir wirklich eine wunderschöne Arbeit geleistet. Hiermit, lieber Annette, grüße ich dich nochmal recht herzlich. Wie gesagt, ganz tolle Arbeit, alle meine Wünsche umgesetzt. Ganz prima. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ja, das war es auch schon. Es war auch heute nur ein kleines Filmchen. Ich wünsche euch allen jetzt noch ein wunderbares Wochenende. Genießt es, bleibt alle gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked uns. Oder wenn ihr noch weitere Videos von uns sehen möchtet, dann abonniert uns. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.